kommt US-Präsident Barack Obama nach Brüssel zu Besuch, die EU besuchen. Warum ist der Besuch gerade jetzt so wichtig? Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass sich zwischen den USA und den Europäern man sich um eine Verständigung bemüht. In erster Linie darum, wie man jetzt mit dem Konflikt um die Ukraine, mit dem neuen Konflikt auch zwischen der Europäischen Union, zwischen den USA und Russland umgeht. Und meiner Meinung nach ist es eben ganz besonders wichtig, dass wir eine Verständigung finden, die darauf hinausläuft, dass wir nicht eskalieren, dass wir trotzdem der Ukraine helfen auf diesem Weg in einen demokratischen Neuanfang. Ich glaube, dass es für die USA und für die Europäische Union wirklich darum geht, auch rauszufinden, wie man mit nicht-militärischen Mitteln eine solche Eskalation, wie Russland sie jetzt gesucht hat und begonnen hat, wie man das kontrollieren kann wieder. Die Ukraine überdeckt ja gerade so ein bisschen alles, was es sonst noch an Themen gibt in der Europäischen Union. Aber gibt es trotzdem noch andere Dinge, die du glaubst, die jetzt die Europäer mit Barack Obama besprechen sollten? Der NSA-Skandal ist ja noch nicht bewältigt. Wie die Europäer ihre Bürgerrechte, Freiheit und Privatheit in Zeiten des Internets garantieren wollen, das ist noch nicht genügend, mit genügend Nachdruck gegenüber den USA vorgetragen. Ich bin gespannt, ob es dazu überhaupt jetzt Bewegung geben wird. Dieses transatlantische Freihandelsabkommen, das mehr und mehr Aufmerksamkeit und auch negative Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit bekommt, das ist eine echte heiße Kartoffel in der Politik zwischen Washington und Brüssel. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob alle Europäer schon verstanden haben, dass in diesem Handelsabkommen, dass da wirkliche Minen für das schlummern, was wir in Europa als gute Politik und verantwortliche Politik ansehen. Was sind das für Bedrohungen? Warum kann so ein Freihandelsabkommen für uns Europäer so gefährlich werden? Wir haben als europäische Grüne im Europäischen Parlament seit 1984, also seit das erste Mal Grüne ins Parlament gewählt worden sind, dazu beigetragen, dass in Bereichen wie Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherheit, Chemikaliengesetzgebung, im Bereich der Landwirtschaftspolitik, bei der grünen Gentechnik. Ich könnte die Liste immer länger machen. Wir haben in vielen Bereichen dafür gesorgt, dass wir Standards erreicht haben, mit denen wir unsere Bürgerinnen und Bürger besser schützen, die Lebensmittelqualität besser wird als in anderen Teilen der Welt, zum Beispiel in den USA. Und vieles von dem, was wir da erreicht haben an guter Gesetzgebung, ja, gerät unter Gefahr durch das Handelsabkommen, weil das Handelsabkommen genau darauf zielt, Hemmnisse, die durch diese Standards erreicht worden sind für den Handel, diese Hemmnisse für den Handel abzubauen. Aber gefährdet ihr nicht durch eure Blockadehaltung sozusagen auch eine Chance auf unglaublich viel mehr neue Jobs, unglaublich viel mehr neuen Warenverkehr, Handel zwischen den USA und der Europa, der EU, den wir gerade jetzt noch auch so aus der Wirtschaftskrise und der Eurokrise raus brauchen können? Ich habe sehr große Zweifel an diesem Arbeitsplatzversprechen. Erstens gibt es das nirgends nachzulesen, also untermauert, ja, mit klaren Abschätzungen, wo diese Arbeitsplätze in so großer Zahl eigentlich entstehen sollen. Die Gewinne durch Handel, die man bisher prognostiziert, die lassen auf so große neue Arbeitsmarktpotenziale nicht schließen. Ich mache mir in einem Bereich, in dem wir uns von den USA heute noch sehr positiv unterscheiden in Europa, Sorgen um große Arbeitsplatzverluste. Das ist der Bereich der Landwirtschaft. In den USA haben wir im Vergleich zu Europa nur die Hälfte der Anzahl der Betriebe auf ungefähr dem Doppelten der landwirtschaftlichen Fläche. Wir haben in Europa immer noch sehr viele kleine Betriebe, bäuerliche Betriebe, zum Teil auch Kleinstbetriebe, die aber gerade in Osteuropa wichtig sind für die Existenz von sehr, sehr, sehr vielen Menschen. Wenn wir den Markt öffnen zu den Bedingungen der USA,
dann verlieren wir da wirklich nicht nur unsere Standards, also wir verlieren nicht nur in Sachen Genfood oder in Sachen Chlorhähnchen, wir verlieren auch wirklich Arbeit und Existenzsicherung. Und ich glaube, TTIP könnte der Durchbruch für die Agroindustrie schlechthin werden. Das heißt also für die Grünen ganz klar, dieses Freihandelsabkommen muss gestoppt werden. Wir sind als Grüne nicht gegen Handel, wir sind auch nicht gegen Freihandel. Wir denken aber angesichts dieses Abkommens, dass es gut wäre, zunächst zu verhandeln über Standards, die leitend sein sollen. Bei Datenschutz ist das schon allen klar. Ja, da wollen wir, dass unsere Bürgerrechtsideen die Grundlage für die Standards sind. Bei der Landwirtschaft finde ich das genauso klar. Die Europäer sind gegen Gentechnik. Die wollen kein Genfood auf dem Teller. Und deswegen glaube ich, dass man eben auch solche Standards, Verbraucherschutzstandards, verhandeln sollte, bevor man die Märkte öffnet. Dankeschön. Juppie. Und jetzt wolltest du noch eine Totale haben. Das heißt, wir bleiben jetzt hier wieder sitzen.